Sein Name war Geralt von Riva. Er war ein Hexer, ein professioneller Ungeheuertöter. Er bekam einen ungewöhnlichen Auftrag, einen Fluch zu brechen, der auf einer Königstochter lag. Dazu musste er nur die Nacht mit ihr verbringen, von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen. Wäre sie nur keine tödliche Bestie gewesen, keine Striege. Der für den Fluch verantwortliche Verräter diente als Köder.
Obwohl er schwer verwundet war, brach der Hexer den Fluch und wurde berühmt. Die Welt veränderte sich, als der große Krieg kam. Das Zeitalter von Schwert und Axt. Das Zeitalter der Verachtung. Geralt von Riva verschwand und geriet fast in Vergessenheit. Doch das ist eine andere Geschichte. Da hat er es aber sauber gestriegelt, die Striegel. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. The Witcher, also der Hexer. Und ich gucke jetzt erstmal in die Option rein, weil habe ich gar nicht geguckt hier. Automatisch speichern ist auf jeden Fall gut. Untertitel, Sprachausgabe Deutsch, jawohl. Schweden, Infoblasen, machen wir Namen immer anzeigen. Tralala. Isometrisch hoch, Maus umkehren. Nein, danke. Grafikoptionen, schaut soweit gut aus. Soundoptionen. Die Gesamtlautstärke mache ich, glaube ich, ein bisschen leiser. Ich weiß nicht. Wie es ist, werde ich dann später herausfinden. So. Steuerung, WSAD, hoch, runter, links, rechts, bla. Ja, das schaut alles. Art, Quen, Yard, Igni, Axi. Tränke, 6, 7, 8, Felder, tralablub. Kann ich mir sowieso nicht merken. Einschlag Mittel ist auch okay. So. Machen wir das mal so. Spielen Sie The Witcher, streifen Sie durch eine finstere Welt, der es weder gut noch böse gibt. Spielen Sie eins der neuen Abenteuer, die jeweils eine eigenständige... Nein, wir streifen durch die Welt. Also schwer ist mir zu schwer für mein Skill-Level. Dafür bin ich zu alt. Und leicht ist für Luschen. Deswegen, dafür steht das L in leicht. Also nehmen wir M wie männlich. Wir probieren es mal mit Maus und Tastatur. Auch wenn ich mit zwei Eingabegeräten eventuell leicht überfordert sein könnte. Aber ich glaube, das werden wir dann sehen. Diese Charakteranpassung gibt es nicht. Wer den Witcher kennt, weiß, das ist eine feste Figur. 5 Jahre lang leckten die nördlichen Königreiche nach dem Krieg ihre Wunden. Seuchen und Hungersnöte wüteten und unzählige fielen ihnen zum Opfer. Einige wenige überlebende Elfen- und Zwergeneinheiten suchten Zuflucht in den Wäldern, wo sie sich zum letzten verzweifelten Kampf rüsteten. Abscheuliche Bestien beherrschten die Wälder, Straßen und einstigen Schlachtfelder. In Dörfern und Ortschaften fragten sich die Menschen, was mit den Hexern geschehen war. Die blauen Berge im Norden von Kettwen. Das Jahr 1270. 5 Jahre nach dem großen Krieg. Von den blauen Bergen kommen wir. Unsere Lehrer sind genauso dumm wie wir. Was? Alles in Ordnung.
weiß nicht, wo ihr gewesen seid, aber entscheidend ist, dass ihr lebt und unter Freunden seid. Ihr seht allerdings aus, als wärt ihr gerade dem Grab entstiegen. Und auch ein wenig, als würde er gleich vom Kahn rutschen. Ich erinnere mich an nichts. Das ist doch nicht viel. Wir können uns später darüber unterhalten. Wir nähern uns Kaer Morhen. Hübsche Ruine. Aber bestimmt doch mal eine schöne Burg. Wir sind da. Leo, holt Triss. Eure Tage sind gezählt, Hexer. Genießt die Zeit, die euch noch bleibt. Ich genieße. Nein, ihr habt die Parade vergessen. Ich sage es nochmal, auf eine Drehung folgt immer eine Kreuzparade. Immer! Kaum 2 Tage ist es her, seit sie euch gefunden haben. Ich verdanke euch meine Genesung. Danke, Triss. Erinnert ihr euch an was? An kaum etwas. Da unten. Ich kenne die Bewegung. Drehung, Parade, Schlag. Ich fühle eine Art Verbundenheit, wenn wir uns unterhalten. Ich weiß, ihr wart wichtig für mich. Geralt, wir... Ich muss nachdenken. Die Zeit vergeht langsam in Kaer Morhen. Ha! Geschafft! Nicht schlecht! Ruht euch aus. Was denkt ihr, Geralt? Ist er bereit für den Pfad? Wartet auf die anderen. Er ist allein. Der Professor gibt uns 50 Orens für jede getötete Missgeburt. Er gehört nie. Wesemir, wir haben Gesellschaft. Ich schließe das Tor. Geralt, nehmt euch ein Schwert von den Trainingspuppen. Ihr seid doch so viel, da braucht ihr mich doch gar nicht. Bewege den Cursor über das Schwert und Linksklick, um es zu verwenden. Au, 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 au. Linksklickt auf einen Feind, um ihn anzugreifen. Feindliche Charaktere haben rote Vitalitätsanzeigen. Freundliche Charaktere haben grüne Vitalitätsanzeigen. Es ist mir irgendwie momentan mit dem Hauseinstellung alles noch ein bisschen zu schnell. So.
Bewegt ja mittels WSAD. Bewegt die Maus, um die Kamera zu rotieren. Drückt und haltet die Umschalttaste, um den Cursor zu entsperren und frei zu bewegen. Ich habe keine Ahnung, wie das Kämpfen funktioniert. Wie geht es euch? Beschossen. Gut. Weiß jemand, so, wer die Eindringlinge sind? Gewöhnliche Banditen würden Kaer Morhen niemals angreifen. Das wissen wir, Merigold. Vielleicht könntet ihr eure berühmte Magie zu Hilfe nehmen. Zu gegebener Zeit, Lambert. Genug. Wir müssen die anderen möglichen Durchgänge überprüfen. In den oberen Innenhof. Ja. Ich möchte mich bei allen Geralt- und Witcher-Fans schon mal entschuldigen dafür, dass Geralt von Zeit zu Zeit ein bisschen ferngesteuert wirkt. Der Gute ist halt auch nicht mehr der Jüngste und ja, also wenn er sich mal seltsam bewegt, dann ist das nicht unbedingt seine Schuld. Also seid da nachsichtig mit ihm. Sie versuchen, durch das Tor zu brechen. Ohne Rambok werden sie das nicht schaffen. Verdammt! Was ist das? Ein Rambok. Ein Furchtbringer. Eine grauenhafte Bestie. Ach so. Zavala, ich kenne ihn. Ein Magier, ebenso ehrgeizig wie wahnsinnig. Und glatzköpfig. Er hat wohl ein bisschen viel mit dem Feuer gespielt. Oder er hat eine ganz böse Schuppenflechte. Kommen hier rauf. Macht euch bereit. Da sind noch mehr. Sie dringen in den oberen Innenhof ein. Der mit der Brille ist der Professor. Ein Auftragsmörder. Ich spüre Magie. Sie haben einen Zauberer bei sich. Professor, ihr kennt den Weg. Beeilung. Genau. Rennt mal. Und tritt nicht gegen fremder Leute Sachen. Da fallen dann schwere Dinge runter. Der Professor wird in Redanien, Temerien und Catwin gesucht. Er ist ein echtes Schwein. Ja, wir haben ihn den gefunden. Zauberer kenne ich nicht. Merigold, ich interessiere mich mehr dafür, ob ihr Savola unschädlich machen könnt. Der Rest ist Hexerarbeit. Ich versuch's. Sie kommen. Der Furchtbringer ist sehr gefährlich, aber empfindlich für laute Geräusche. Die Glocken im oberen Innenhof! Genau. Eskel, Lambert, ihr helft mir, den Furchtbringer und die Banditen aufzuhalten. Leo, ihr bleibt hinter uns. Geralt, ihr öffnet das Tor zum oberen Innenhof. Wenn wir da sind, kann Triss Savola und sein Schoßtierchen aufhalten, während wir uns um den Professor und den unbekannten Magier kümmern. Ich lass mir was einfallen. Los, wir versuchen es. Lasst sie hier ein wenig bluten, ehe wir uns zurückziehen. Geralt, folgt der Mauer und brecht zum Turm durch. Da gibt es einen Durchgang zum oberen Innenhof. Allein? Es sind nur Banditen, auch wenn einer möglicherweise berüchtigt ist. Ihr müsst das Tor öffnen. Wir warten. Viel Glück, Wolf. Wow. Minikarte, um Ziel zu finden. Links klickt auf die Kartensymbol und drückt die Taste M, um die Karte eures gegenwärtigen Aufenthalts zu sehen. Okay.
Verkettet eure Angriffe, um Feinde effektiver zu töten. Linksklickt nur dann, wenn der Cursor sich in ein flammendes Schwert verwandelt. Ja, das war total die verkettete Verkettung. Ich lass euch kriegen. Okay. Linksklickt immer auf ihn, um ihn zu beledigen, genau. Erledigen. Wie Brontal. So, ich gehe mal davon aus, ich soll da lang gehen. Huch. Netzel. Ihr werdet den Tag verflucht, an dem ihr geboren seid. Gut. Bis jetzt doch relativ einfach. Ich denke mal, irgendwann wird es Blocken und Ausweichen und Rollen und so weiter auch noch geben, was? Benutzt den Schnellkampfstil, um agile Gegner zu bekämpfen. Durch Linksklick auf das Katzensymbol. Ja, ich würde ja gerne. Ach, halt doch mal die Schnauze. Wo war's denn? Linke Shift-Taste. Ihr wagt es, die Salamander herauszufordern? Nein, wage ich überhaupt nicht. So, okay. Ich muss die Shift-Taste dabei gedrückt halten, damit ich hier rumeiern kann mit dem Mauszeiger. Das hatte ich vorher so nicht mitgekriegt. Benutzt den starken Kampfstil, um größere gepanzerte Gegner zu bewechseln. In dieses Ziel durch Linksklick auf der Wurzel. Oder in dem... Ach, X und Y sind das. Ja, sag das doch einfach. So, und woran erkenne ich jetzt, ob Gegner klein und agil oder groß und kräftig ist? Drücken Leertaste, um den Pausemodus zu aktivieren. Verwende die aktive Pause, um zwischen Kampfstil zu... Ah ja. Ihr werdet den Tag verfluchen. Okay, ging auch ohne Aktivpause. Ja, doch weiter. Und wie weiter? Oha. Wow.
Ruine halt. Hier geht's nicht weiter. Mir nach. Zurück zu Savolla. Savolla, ja. Vor allem nehme ich an, du bist ein schneller Gegner. Legt euch mit mir an und ihr sterbt. Ich lege. Ihr werdet den Tag verfluchen, an dem ihr geboren wurdet. Ich bin total konzentriert. Gegenstände benutzen. Linksklicke auf die Winde, um das Tor zu öffnen. Winde. Karambock, Fruchtbringer. Wofür habe ich das Tor denn aufgemacht, wenn es ihr jetzt kaputt macht? Es ist ein Wunder, dass ihr noch lebt. Warum? Das mit der Treppe hättet ihr mir auch sagen können. Lambert und Eskel wollten sie gestern eigentlich reparieren. Wir sind keine Maurer. Egal. Der Sie haben es wohl probiert. Andere Magier müssen sich im Burgfried verstecken. Seht der Wahrheit ins Auge, Hexer. Sie sind hier, um euch zu berauben. Trish, Kind, wir besitzen nichts Wertvolles. Etwas guten Stahl, Schneefuchspelze. Ich meine das Labor, das wisst ihr genau. Jemand will eure berühmten Mutagene. Ihr zieht voreilige Schlüsse. Trish könnte recht haben. Wir müssen herausfinden, was sie wollen. Eins nach dem anderen. Wir sollten einem starken Magier mit einem Furchtbringer nicht den Rücken zudrehen. Das könnte eine gute Idee sein. Nicht ins Labor lassen. Wie üblich habt ihr recht, Triss. Geralt, ihr kennt euch mit Magiern aus. Findet heraus, was der hier will. Leo wird euch führen. Nur Aufklärung, oder? Niemand ist traurig, wenn ein paar von denen einen Kopf kürzer gemacht werden. Ihr schafft das, Wolf. Aber vergesst nicht, dass Leo bei euch ist. Ich schaffe das schon. Die Katze. Wir sehen nach, was da drin los ist und kommen dann zurück. Nehmt für alle Fälle diese Tränke. Trinkt Donner jetzt und hebt Schwalbe auf, falls ihr Heilung braucht. Ich kann euch erklären, wie sie wirken. Wir sorgen dafür, dass sonst niemand reinkommt. Ich kenne mich mit Magie aus, aber du musst mir erklären, nur, wie die... Falls Savolla etwas Neues einfällt. Kräfte des Inventars, du klingst dich auf das... Ranzensymbol oder drückt I, um den Zugang gegenstellen. Bla. Rechtsklick Donnertrank, um ihn zu benutzen. Moment. Ich drücke I und damit ist die Spiel pausiert. Es ist auch eine gute Stelle, um die erste Folge zu beenden. Hier werden noch massenweise Tagebucheinträge geschrieben. Die müssen wir uns vielleicht auch bei Gelegenheit mal anschauen. Ich weiß nicht, wie es gerade mit Speichern ausschaut, deswegen werde ich dann im Anschluss gleich die Folge für morgen aufnehmen. Ich hoffe, es hat euch bisher gefallen und ihr schaltet auch morgen wieder ein. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, macht es gut und tschüss.